JFT, just fair and direct. Einen wunderschönen sonnigen guten Tag, liebe Teilnehmer, zum heutigen JFD-Workshop und zwar mit unserem lieben Christoph. Dazu gleich mehr. Willkommen auch an dieser Stelle zu JFD Brokers, back with the old label. Ihr wisst Bescheid, unsere Kernkompetenz Brokerage und deswegen sind wir auch wieder da mit dem neuen Auftritt jetzt nach 10-jährigem Bestehen. Hier auch direkt unsere Page in Front für euch. Ich sehe auch, dass der liebe Christoph aus den USA dabei ist. Jetzt habt ihr fast einen kleinen Worthaspler gehabt. Ich will hoffen, ihr könnt das Bild sehen und mich hören. Kurze Bestätigung wäre ganz vortrefflich. Und dann würde ich auch sagen, verschwenden wir gar nicht viel Zeit und steigen gleich mal in die Thematik ein. Denn Feedback kommt schon direkt auch vom Operator rein, dem lieben Christoph. Heute geht es wieder darum, die 60 Minuten auszukosten rund um EA-Programmierung. Spannendes Thema. Ich hatte es auf den Socials auch abgefragt. Das Interesse ist definitiv da und ich will hoffen, der eine oder andere von euch ist auch hier da reingesprungen ins Webinar, um eben mehr darüber zu erfahren und eben auch in das Thema einzutauchen, weil eben durchaus interessant und auch eine ja durchaus bereichernde Ergänzung im Universum des Tradings, wenn man dies eben zu nutzen weiß. Ich will mal kurz schauen, ob ich das Mikrofon von Christoph schon mal freigeschaltet bekomme. Schau mal, Christoph, ob wir da auf einer Spur schon unterwegs sind. Ich habe dich freigeschaltet. Jetzt müsste es online sein. Sei gegrüßt, Christoph. Hallihallo, Christian. Hallo, Deutschland. Hallo, Schweiz. Ach. Hallo, Österreich. Sehr cool, sehr cool. Du bist super zu hören, wie immer, Christoph. Ich hoffe, dir geht's gut. Und natürlich, wie du sagst, hallo, Deutschland, deutschsprachiger Raum. Viele, viele Grüße über den großen Teich in die USA. Ich hoffe, bei dir alles fit. Ja, bei mir ist alles gut. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau und wir haben einen wirklich herrlichen Frühlingstag hier. Du, geht uns nicht anders. 27 Grad schlägt es bei uns hier an und wir wollen, wow. Auf jeden Fall. Also es ist eine Wonne Mai. Momentan richtig super. Ich hoffe, einem jeden, der zuschaut, ist gleichwohl in einer schönen Lage wie wir. Ich bin ja hier im Berchtesgadener Land am Start, also wirklich brutaler Sonnenschein. Schreibt es vielleicht gerne mal rein, von wo ihr kommt, Leute. Also jetzt unabhängig des Webinars, von wo ihr zuschaut, weil Christoph begrüßt ja schon Schweiz, Österreich, Deutschland. Wir haben ja auch hin und wieder Zuschauer aus Thailand gehabt, manchmal auch aus Südamerika. Zeitverschiebung lässt dir grüßen. Nichtsdestotrotz waren sie am Start und vielleicht ist auch der ein oder andere auch von den Socials reingesprungen, wo ich eben das Thema propagierte, lieber Christoph, rund ums Algo-Trading. Und insofern, ich verliere noch eine Minute die Vorrede und würde dir, wie wir es praktisch gewohnt sind, Christoph, dann den Bildschirm rübergeben, sodass wir direkt in die Vollen gehen können. Machen wir so. Machen wir so. Genau. Wie gesagt, Christoph wird noch kurz was für euch sagen oder zu euch sagen. Wir haben Thüringen und Neubiberg, das ist Bayern am Start. Wie gesagt, gerne mal das Feedback rein und der Christoph wird sich auch noch mal kurz vorstellen, da bin ich ganz sicher. Worüber ich natürlich kurz sprechen will, ist, wenn wir natürlich jetzt in die Live-Action gehen und das ist das Schöne an diesem Workshop, wir sind praktisch orientiert. Der Christoph wird hier sozusagen euch an die Hand nehmen. Da zählt natürlich der Risikohinweis im Rahmen dessen, dass hier natürlich niemals Handelsaufforderungen erfolgen und alles, was Christoph vormacht, sozusagen niemals eine Nachahmung als solche darstellt, sondern eben eine Beschreibung dessen, was man tun kann. Und wenn man Algo programmiert, dann zeigt er uns das eben hier, wie es funktioniert. Und ich bin mal ganz gespannt, was da sozusagen kommt. Hey, der Matthias aus Zypern ist auch dabei. Siehst du, da sind wir so ein bisschen außereuropäisch sogar am Start. Das freut mich. Wow. Grüß an der Stelle, Matthias. Ja, ist ja noch EU, also. Ja, das stimmt. Also, sag mal, jetzt Fernost oder auch Südamerika ist es noch nicht, aber wir warten mal ab. Wie gesagt, pflegt da ruhig die Tastatur und gibt uns da einige Infos. Gut, Christoph, du kennst das Business. Jetzt haben wir schon fast 5 Minuten verbraucht. Ich schiebe dir den Monitor rüber und Fragen, willst du sie lesen oder soll ich sie mehr oder weniger sondieren? Wäre mir recht, wenn du sie moderierst. Okay, super. Dann, wie gesagt, bin ich immer das lauschende Ohr und gebe dir jetzt den Bildschirm rüber. Okay. So, liebe Leute, kurz warten. Jetzt sucht der liebe Christoph seinen Bildschirm aus und das Webinar Hans wird aufgenommen. Wir haben jetzt noch nicht besprochen, ob wir es offiziell auf YouTube hochladen. Das muss ich immer mit dem Speaker, eben in dem Fall dem lieben Christoph, absprechen, ob wir das auf YouTube veröffentlichen dürfen, können, wollen. Aber aufgezeichnet wird schon mal, das kann ich schon mal sagen. Okay, Christoph, ich sehe deinen Bildschirm und auch dich in voller Frische und Blüte. Ja, super. Ja, das ist doch schön. Danke für die Einführung, Chris.
Von meiner Seite aus steht nichts im Wege, das Webinar heute auf YouTube auch zu veröffentlichen. Das will ich gleich mal hier voran sagen. Wo es natürlich immer schön ist, live dabei zu sein, weil dann könnt ihr Fragen stellen und so weiter. Und deswegen herzlichen Glückwunsch, dass ihr dabei seid. Freut mich sehr. Ich bin der Christoph. Kurze Vorstellung zu mir für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin vor 44 Jahren in Esslingen am Neckar bei Stuttgart geboren worden, mache an der Börse rum seit 35 Jahren. Als ich 9 Jahre alt war, hatte ich meine erste Aktie gekauft, weil ich den Börsenteil in der Zeitung meiner Eltern am Frühstückstisch gesehen hatte und mich das total fasziniert hatte. Ja, heißt nicht viel grundsätzlich, ne, weil ich bin dann trotzdem natürlich durch die ganzen Höhen und Tiefen gegangen, die eben ein Investor, ein Trader durchlaufen muss in seiner Ausbildung, ist ganz klar. Habe dann vor 12 Jahren meine Firma Mindful FX gegründet, in der es um EA-Programmierung, EA-Trading, EA-Trader-Coaching geht. Und das mache ich eben seit über 10 Jahren, also speziell mit EAs und Co. Ja. Privat kurz zu mir: Ich bin verheiratet, habe 5 Katzen und wir Oh, wohnen in den Blue Ridge Mountains von North Carolina in der Nähe von Asheville. So ein vormaliger Hippie-Ort, ein ganz, ganz cooler Ort eigentlich. Und ja, von hier aus trade ich, programmiere ich, ich kümmere mich gerne um meine Kunden, hauptsächlich eben in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich lese gern, schreibe gern, wandere gern und ich meditiere ganz gerne, um all das, was im Leben eben so vor sich geht, richtig einordnen zu können. Wo ist North Carolina für alle, die das nicht kennen? Ich sage immer ganz gerne, es ist zwischen New York und Florida. Also, sehr gut. USA ist groß, ja. Aber es ist so ungefähr an der Ostküste auf der halben Höhe zwischen Florida, das kennt man ja in der Regel als Zipfel hier unten, und in New York im Nordosten von den USA, und North Carolina ist hier zwischendrin. Und ich bin hier im Westen, also nicht an der Küste, sondern hier in den Bergen, hier im westlichen North Carolina. Nähe der Grenze von Tennessee. Genau. Ja, das hat man. Woher ihr euch zugeschaltet habt, das können wir überspringen. Jetzt gehen wir gleich ins Programmieren. Ich möchte gerne wissen von euch, welche Programmiererfahrung ihr habt, und zwar ganz praktisch, aus einem ganz praktischen Grund, weil ich eben wissen muss, wie weit ich aushole, ne, bei den verschiedenen Erklärungen. Und es gibt da nichts Falsches, nichts Richtiges. Einfach bitte mal in den Chat schreiben, wo ihr euch wiederfindet. Also A, vielleicht habt ihr euch noch gar nicht mit Programmieren beschäftigt, es noch nie gemacht. B, habt schon mal ein bisschen probiert, ein bisschen hier und da mal was gemacht. Oder C, macht ihr kleinere Codeanpassungen schon vielleicht ganz von selbst und könnt vielleicht den einen oder anderen EA auch komplett schreiben. Und D, ich bin schon Profi sozusagen, ich mache es regelmäßig und kenne mich damit gut aus. Wo steht ihr bitte? A, B, C oder D? Das ist cool, die Umfrage, Christoph. Das können wir sogar mal integrieren ins Webinar nach dem Motto, dass wir direkt auch so eine Auswertung kriegen, weil ja hämmert es Das wäre gerade natürlich rein. cool, ja. Also ich muss jetzt sagen, wir sind heute jetzt eh ein volles Haus. Ich würde sagen, die Teilnehmerquote ist über 50% locker. Also wirklich Wow, cool, liebe das Leute, dass ihr dabei seid. ist Wirklich cool. starke Quote, wirklich super. Der Raum ist riesig voll und ich muss sagen, also wirklich danke auch für die Aktivität jetzt hier. Ich muss das mal durchgucken. Also ich würde mal sagen, D ist jetzt zum Schluss witzigerweise reingekommen, sonst hätte ich gesagt, da ist nicht viel. Wenn ich das Okay. jetzt mal so Pi mal Daumen überschlage, ist der Großteil, sage ich mal, A, B, um nicht zu sagen, A ist wirklich die Masse. Super. Und dann haben wir wirklich eine Lücke, A ist die Masse, dann geht es so ein bisschen bei B, C, aber wir haben auch einige Ds. Also es ist sehr heterogene Okay. Gruppe. Also C bis D habe ich sogar hier dreimal zu stehen, ganz oft C zum Schluss, dann D, 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 dann kommt wieder A, wieder zwischen C und D, sagt die liebe Martina, sogar eine Dame, die hier zwischen C und D unterwegs ist, super. Rüdiger D, Marc D, Uwe D, Michael C bis D und dann nochmal einige As. Also ich würde sagen, puh, das ist jetzt eine Du bist die Competition, weil Gruppe. du hast Ja. wirklich, ich sag mal, wirklich Leute, die da schon lange dabei sind, aber auch ganz viele. Das gibt mir eigentlich die Intention, lieber Christoph. A, müssen wir eh noch mehr zusammen machen in diesem Jahr. Und B, sollten wir vielleicht tatsächlich etwas für Einsteiger machen und für Bros mal in Zukunft. Okay, ja, das ist eine gute Idee. Jetzt dieses Webinar ist hauptsächlich gedacht für A und B. Und genau, und vielleicht kann sich der eine oder andere, der sich in C wiederfindet, vielleicht kann er das eine oder andere aufschnappen, was er bisher noch nicht wusste.
und sich vertiefen. Für D wird es vielleicht ein bisschen langweilig. Also es sei denn, ihr mögt es einfach in einem Webinar rumzuhängen, aber das schon mal vorab. Du, Also da Alex, bitte. man lernt ja, Entschuldigung, dass ich interrupte, Chris. Man lernt ja nie aus an der Stelle, gell? Also ich meine, ich, wie So ist gesagt, es. beim Trading, wir kennen alles und vieles und trotzdem, wenn man manchmal so über ein altes Buch stolpert oder auch jemanden beim Vortrag zuhört, denkst du, ah ja, genau. Also ich sag mal, cool, dass jetzt so viele dabei sind, bei diesem Bombenwetter. Insofern, viele sind vielleicht auch direkt am Strand mit den, sag ich mal, Headset auf und Tablet in der Hand, könnte ich mir Jawohl. auch vorstellen. Heutzutage ja super möglich. Aber wie gesagt, bleibt uns wohlgesonnen und ansonsten gerne auch natürlich Vorschläge an unseren Support. Und ihr seht es auch, MindfulFX ist die Company vom lieben Chris Toff, dass ihr da auch gerne Anregungen hinschickt. Aber heute jetzt erstmal in die Action. Jetzt sind wir schon wieder 10 Minuten im Loop. Genau. Jawohl. Ja, ein bisschen Einführung darf ja sein. Das muss schon sein. Ihr wollt uns ja auch kennenlernen, insbesondere die, die uns noch nicht kennen. Genau, also Nachricht an alle, die quasi bei A oder B unterwegs sind. Everyone can code. Ja, also das Codieren, das Programmieren ist erlernbar. Es ist insbesondere, wenn du Trader bist und dich dann ans Programmieren wagst, über MT4, über MQL4 ist es wirklich gar nicht so schwierig, weil du ja dann mit der Materie, dass das, was rauskommen soll, eben schon ja, einfach vertraut bist, ne? Gut, legen wir los. Let's do it. Ich zeige euch mal, wie wir anfangen damit. Also wir haben hier unseren MetaTrader. Den kennt ihr ja alle sicherlich. Also den brauchen wir auf jeden Fall. Ich zeige euch jetzt alles an MT4. Einfach weil MT4, die Programmiersprache MQL4 ist ein bisschen einfacher zu lernen als MQL5. Aber es gibt dann nachher einen Hack, den ich euch auch gerne irgendwann mal zeigen werde, wie man das relativ leicht von MT4 auf MT5 migriert. Also es ist nicht kompatibel, aber es gibt relativ gute Möglichkeiten für die meisten EAs, einfach das migrieren zu können. Also deswegen MT4. Und ist ja auch immer noch der weit verbreitetste, am weitesten verbreitete, die am weitesten verbreitete Trading-Plattform. Also insofern lohnt sich das sich mit MT4 noch auseinanderzusetzen. Gut, also wir haben fangen wir mal erstmal an. Also vor dem Programmieren müssen wir uns immer überlegen, was wir denn programmieren. Ja, ist klar. Ja, sonst wissen wir ja nicht, was wir tun. Wir brauchen ein Ziel. Und heute soll es darum gehen, die Turtle Trader Strategie, die in den 70er Jahren bekannt wurde. Ja, also Turtle Trader, es war so eine Gruppe von Tradern aus Chicago. Im Prinzip einer der Star Trader in Chicago. Chicago damals der führende, absolut mit Abstand führende Future Handelsplatz für insbesondere Commodities. Und da gab es einen Menschen, einen Star Trader, der nannte sich Richard Dennis und der hatte einen Trading Partner, dessen Namen entfällt mir jetzt gerade. Aber die haben sich bestimmt gestritten. Kann man das Trading lernen oder muss man dafür geboren sein? Und Richard Dennis sagte, nein, das kann jeder lernen und sagte, okay, wir entwickeln jetzt Strategien, die wir verwenden und geben die an 23 oder also, es waren im Endeffekt 23 Turtles haben sie die genannt und die haben eine Strategie an die Hand bekommen und mussten die umsetzen, ja, ganz manuell. Und also die Umsetzung war manuell. Die hatten damals schon ein bisschen Charts und Computerauswertungen und so weiter, aber die Umsetzung war komplett manuell. Und wie sah die Strategie aus? Und zwar ging es um eine Don-Chian-Channel-Strategie. Also Don-Chian-Channel für alle, die das noch nicht kennen, das ist im Prinzip nichts anderes. Ist ein ganz einfacher Indikator. Es wird das Hoch, ich zoome das mal ein bisschen rein. Es wird das Hoch genommen von den letzten X Perioden, zum Beispiel hier jetzt 55 und das Tief der letzten X Perioden. Jetzt hier zum Beispiel, hier ist er gerade hier unten. Das ist das Tief der letzten 55 Perioden und daraus wird eben ein Kanal gebildet. Und die grundsätzliche Strategie lautet, wenn ein Ausbruch nach oben zum Beispiel kommt, dann ist es ein bullisches Signal. Ja, dann wird gekauft. Und zwar, die hatten es damals umgesetzt, also sie haben auf Tagescharts gearbeitet und dann gesehen, okay,
am Morgen haben sie sich den Vortag angeschaut und gesehen, okay, gab es hier ein neues Hoch? Dann gehe ich zum Eröffnungskurs hier rein. Ja, also nicht, das ist wichtig, es wurde nicht beim Ausbruch selber gehandelt, also auf Höhe des vorherigen Hochs, sondern erst zum Eröffnungskurs des nächsten Tages. Und da gab es eine Strategie 1 und eine Strategie 2, das nannte sich S1 und S2. Und die S1-Strategie war eine kürzerfristige Strategie, die nutzte den Donchian Channel 20, also der 20 Tage hoch und das 20 Tage tief und als Einstiegssignal und eine S2-Strategie, die eben mit diesem 55er, mit der 55-Tage-Linie, also nicht Tagelinie, mit dem 55-Tages-Hoch und tief arbeitet. Ja, also Short natürlich genau umgekehrt. Also wenn es hier ein neues Tief gab, und zwar auf Höchstkurs oder in dem Fall als Tiefskursbasis, dann wird am Folgetag mit zum Eröffnungskurs Short gegangen. Ja, jetzt hier zum Beispiel bei dem 55er Donchian Channels. Und dann gab es eine Exit-Regel, also wann steigen wir aus dieser Strategie, und das funktioniert auch an den Donchian Channels, anhand der Donchian Channels, allerdings jetzt bei der S2-Strategie mit 55 Perioden Einstieg, war es die 20er Perioden, also 20 Perioden für den Ausstieg, und bei S1, wo ja 20 Perioden der Einstieg war, war der Ausstieg mit 10 Perioden gerechnet. Gab es so eine Zusatzregel für den Zusatzfilter für den Einstieg? Das lassen wir jetzt mal außen vor, damit wir auch nur zum Programmieren kommen. Und wir fokussieren uns jetzt erstmal auf die Einstiege dieser S2-Strategie. Also mit 55 Perioden gehen wir rein und bei 20 Perioden gehen wir raus. Ja, also wir werden jetzt bei diesem Long-Ausbruch werden wir hier zum Eröffnungskurs Long gegangen und dann wären wir hier am 20 Kerzen tief hier ausgestoppt worden. Ja, das ist die Regel. Und da gab es noch ein Money-Management-Paket dazu. Also die haben ganz strikt sich an Money- und Risikomanagement-Regeln sich gehalten, damit sie wirklich kontrollieren konnten, was wir Trader auch wirklich, das Einzige, was wir kontrollieren können beim Trading, ja, das ist das Risiko, das wir eingehen. Und das gilt natürlich für uns Trader, also für uns Programmierer, oder für uns EA-Trader genauso. Genau, das ist die Strategie und dazu zeige ich euch jetzt in circa 60 Minuten, wie wir die programmieren, zumindest mal in einer ganz, ganz einfachen Variante. Also, Uhr läuft ab jetzt. 60 Minuten, es geht los. Also für alle, die noch nie sich mit der Programmierung beschäftigt hatten, wenn ihr hier euch im Meta-Trader befindet, dann müsst ihr jetzt auf den Meta-Editor gehen. Meta-Editor ist, darin programmieren wir. Und den findet ihr hier, indem ihr auf dieses Knöpfchen hier drückt. Einfach hier, das ist neben neue Order oder es ist, glaube ich, auch, wo ist es auch? Hier irgendwo noch gleich extra. Genau, bei Extras, MetaQuotes Language Editor, also MQL Editor, auch kurz genannt Meta Editor. Und wenn ihr das klickt, dann geht hier dieses Fenster auf. Und was ist ein Editor? Was ist ein Programmier-Editor? Ist so ein bisschen wie ein Word-Programm, also wie ein Textverarbeitungsprogramm. Bloß, dass wir halt, das Ziel ist nachher nicht einen schönen Text zu schreiben, sondern das Ziel ist, einen Code zu schreiben, der dann nachher in ein Programm umgewandelt wird. Ja, und das ist alles eben in so einem Editor, in so einem Programmeditor mit eingebaut, jetzt zumindest hier beim Meta-Editor. Legen wir los. Also, wir klicken hier auf New. Wenn ihr eine deutsche Version habt, steht hier wahrscheinlich Neu. Ich habe jetzt hier eine englische Version und klickt hier auf New und wählt dann hier erstmal den Expert Advisor aus. Dann geht es auf Weiter. Dann geben wir diesem Expert einen Namen. Ja, hier an diesem, das ist eine Vorbelegung, wo der abgespeichert wird, da ändern wir nichts daran. Wir gehen hier jetzt einfach mal, geben einen Namen hier ein. Ich nenne den mal TTEA, also für Turtle Trader EA. Und damit lasse ich es. Ja, das ist einfach mal ein kurzer Name. Hier könnt ihr euren Namen reinschreiben, weil ihr den ja schreibt, diesen EA.
Und dann hier noch einen Link reinfügen. Da mache ich hier gleich mal Mai 22. Das ist nachher die Webseite, wo ihr den runterladen könnt, falls sicher zwecks Geschwindigkeit oder wie auch immer nicht dazu kommt, das mitzuschreiben, sozusagen, wenn es mal zu schnell geht. Also das gleich mal aufschreiben, mindfulfx.de/Mai22 und dann klickt ihr auf Weiter. Aber da könnt ihr könnt ihr auch euren Link reinschreiben oder was auch immer. Ne? Das ist bloß mal hier. Alles das lassen wir jetzt mal raus. Diese Zusatzfunktionen, diese Event-Händler-Funktionen lassen wir alle leer und klicken auf Fertigstellen und dann kommt hier unsere erste Vorlage. Ja, ich klicke hier das Terminal-Fenster, klicke ich hier mal weg auf das X, dann haben wir mehr Platz. Mach das groß, entweder hier auf dieses Symbol klicken oder Doppelklick auf diese Statusleiste dieses Unterfensters. So, ich mache das jetzt mal noch mal ein bisschen größer. Wir können hier unter Extras Optionen können wir die Schriftgröße einstellen. Ich gehe mal auf 14. Da könnt ihr das bei euch am Bildschirm wahrscheinlich ein bisschen besser sehen, was ich hier mache. So, jetzt zeige ich euch die Grundstruktur für diesen Code, für diesen EA. Grundsätzlich, alles, was mit Schrägstrich, Schrägstrich beginnt, ist kein Code, sondern sind Notizen. Notizen für uns als Programmierer und vielleicht auch, wenn wir den Code weitergeben, damit zukünftige Leute, die den Code ändern wollen, wissen, was hier in welcher Codesituation einfach passiert. Weil Code ist ja nicht jeder sitzt wie bei Neo the One, bei The Matrix, kann nicht jeder vor dem Bildschirm sitzen, der eine Typ da, ne, der hier den Code vor sich runterlaufen lassen hat und weiß genau, was da gerade vor sich geht. Du Das können die sprichst wenigsten von Leute. Neo, lieber Christoph. Neo, Ja? ja, genau. Neo, das ist der Matrix-Held. Richtig, richtig. Und Sag der hatte doch bloß, so du bist ein. Matrix-Fan. Absolut, also insbesondere der erste. Okay, Entschuldigung, wollte nicht unterrupten, aber es war gerade so ein Ball, den ich auffangen musste. Ja, nee, absolut. Also, naja, das ist noch mal ein Thema für sich. Aber das ist einfach ein richtig guter Film. Genau, und nicht jeder von uns kann das so lesen wie die Jungs und Mädels aus diesem Film, sondern wir wollen uns Notizen machen im Code, die dann aber nachher nicht umgewandelt werden ins Programm, sondern eben nur weitere, ja, zur Weiterentwicklung, damit wir wissen, was wir da gemacht haben. Wir sehen hier in der Regel oben einen Block, das ist einfach Info, so Titel und so weiter. Ne? Das einfach, genau, zur Info. Was hier geschehen soll in der Folge, quasi ja, die Überschrift, die Hauptüberschrift. Dann kommen wir zu einem Teil mit Properties, da kommen wir gleich nochmal im Detail dazu. Oder nee, machen wir es einfach Stück für Stück durch. Properties haben in der Regel, die meisten davon haben wenig Auswirkungen auf den Handel selber oder auf den EA selber, aber wir können hier Dinge hinterlegen, die nachher angezeigt werden. Ja, zeige ich euch gleich, wie, wo die sich wiederfinden. Wenn wir den Code jetzt so lassen, wie er ist, macht der EA noch gar nichts. Ja, aber wir können den Code hier kompilieren. Wenn ihr hier mal auf Kopieren klickt, dann wird eben aus dem Code eine Programmdatei erstellt. Ich zeige das jetzt einfach Schritt für Schritt, damit ihr seht, welcher Schritt was bewirkt. Gut, kompiliert, dann sehen wir hier unten eben einen Kompilierbericht, keine Fehler, keine Warnungen, alles super. Und dann können wir auf diesen Button hier klicken, um wieder auf den Trading Terminal zurückzukommen. Ja, das kennen wir. So, und jetzt gucken wir hier im Navigator. Ah ja, ganz wichtig übrigens, seid in einem Demo-Konto, ja, also bitte nicht auf dem Echtgeldkonto machen, weil es wird nachher zu Dingen kommen, die eben wirklich nur auf dem Demokonto passieren sollten, niemals auf einem Echtgeldkonto, ja? Also Demokonto offen haben, nicht das Echtgeldkonto bitte. So, und jetzt könnt ihr hier bei Experten, geht ihr mal auf irgendein, habt ihr vielleicht noch gar nichts drin oder vielleicht gibt es bei und ihr klickt hier auf irgendeinen drauf und geht auf Aktualisieren. Ja, und dann ab dann wird dieser TTEA angezeigt hier, ja? Der ist jetzt hier in der Liste mit drauf und jetzt könnt ihr den mit Drag and Drop oder mit Doppelklick auf das Chart ziehen, auf das ihr das eben
auf den ihr den anwenden wollt, diesen EA. Also ich mache mal Drag and Drop hier auf den Euro-Dollar-Chart und dann geht das hier auf, geht genau das hier auf. Und jetzt seht ihr, hier steht jetzt MindfulFX Christoph Enslin und es geht so ein kleines Fenster Pop-up hoch mit dem Link. Ja, erkennt ihr das wieder? Ja, das ist natürlich genau das, was hier bei Copyright steht. Ja, also wenn ich hier zum Beispiel schreibe ich mal und Co. rein, kompiliere wieder und wenn ich jetzt den EA wieder öffne, dann steht hier plötzlich Christoph Enslin und Co. Ja, das ist diese Property, die hier angezeigt wird. Und den Link, den ich hinterlegt habe, hier, der verändert sich auch entsprechend. Ja, das ist das, was hier hinterlegt ist. Genau, mache ich das wieder weg. Und dann gibt es eine Versionsnummer, die lassen wir mal 1,00 und das ist das hier. Ja, wenn wir das verändern würden im Code, würde sich das hier entsprechend verändern nach dem Kompilieren. Genau, also reine Informationen, die haben natürlich mit dem Programm selber an sich nichts zu tun. Dann gibt es noch diese Strict Property, das ist der Kompiliermodus. Lass ich jetzt mal raus. Wir lassen es so voreingestellt bei Strict und alles ist gut. Da gehen wir. Wenn ihr das mal wissen wollt, könnt ihr mich mal, sprechen wir mal irgendwann mal drüber. Aber das ist, im Prinzip ist es nicht wichtig, weil lasst es bei Strict, dann ist auch eine Umwandlung in MT5 einfacher und so weiter. Genau. Ich kompiliere immer mal wieder zwischendurch, damit ich weiß, wenn ich was falsch gemacht habe, damit ich schneller weiß, wo ich hin muss, wo ich hinspringen muss. Ja? Einfach der Erinnerung halber. Gut, was kommt dann? Dann kommt hier eine Initialisierungsfunktion. Initialisierung ist, wenn der EA zum allerersten Mal gestartet wird, beziehungsweise wenn irgendwas an Einstellungen verändert wird. Ja, also dieser Vorgang hier, das. Und dann hier alles auswählen, ja, und dann hier auf OK klicken. Wenn ich auf OK klicke, dann geht die Initialisierung los und was dann geschehen soll bei dieser Initialisierung, genau das wird hier beschrieben innerhalb dieser Funktion. Also, das ist eben eine Funktion und in der Funktion beschreiben wir, was bei jedem Durchlaufen der Funktion geschehen soll, automatisiert werden soll. Und eine Funktion sieht immer in der Regel, ja, sieht immer so aus. Also, sie hat hier einen Leit, also eine Ausgabeart. Kommen wir später nochmal dazu, was das genau ist. Jetzt mal einfach. Es fängt an hier mit int oder es fängt an mit void oder es kann natürlich auch mit double oder also irgendwas steht hier davor. Das ist eine variable Art. Das erkläre ich gleich noch später Stück für Stück, was das soll. Dann kommt der Name der Funktion. Der heißt jetzt hier onInit und dann Klammer auf, Klammer zu. In eine Klammer auf, Klammer zu kann man dann Parameter mitgeben, wenn die Funktion das benötigt. In dem Fall keine. Sie werden keine Parameter abgefragt, deswegen wird die einfach ausgeführt und aber Klammer auf, Klammer zu ist eben, beschreibt dem EA, dem Kompilierprogramm, dass es sich hiermit um eine Funktion handelt. Und dann alles, was diese Funktion tun soll, steht in diesen geschweiften Klammern. Also das ist das, auf was es ankommt. Alles, was hier zwischendrin steht, passiert und am Ende wird diese onInit-Funktion beendet. Endet durch eine sogenannte Return-Marke mit einem Return-Code, der es hier zum Beispiel steht. Also wenn das bis hierher geschafft hat, der Code beim Durchlaufen des Codes, dann heißt es hier succeeded, also Initialisierung erfolgreich. Ja, das müssen wir drin stehen lassen im Prinzip. Also, aber ihr müsst euch darum nicht weiter kümmern. Was könnten wir jetzt in so eine OnInit zum Beispiel reinschreiben, bei einer Initialisierung tun? Zum Beispiel einfach mal. Ich zeige euch mal die Funktion comment. Ja, die Funktion comment, da könnt ihr quasi einen Kommentar aufs Chart schreiben. Ja, und da schreiben wir zum Beispiel mal den Bitkurs aufs Chart. Ja, also was soll als Kommentar geschrieben werden? Das schreiben wir in Klammern und das ist eben der Bitkurs. Das ist eine vorbelegte Variable, die eben ja, die vom MetaTrader schon vorbelegt ist und wir müssen da nichts mehr weiter programmieren. Der weiß, was damit zu tun ist.
Und jetzt ist wichtig, jede Befehlszeile, jede Rechenoperation wird mit einem Semikolon abgeschlossen. Also wie was bei in einem deutschen Satz wird mit Punkt, ein deutscher Satz wird mit Punkt beendet und eben ein Programmiersatz sozusagen mit Semikolon. Müssen wir einfach akzeptieren, das ist quasi die Punktuierung, ja, nennt sich Syntax in der Programmierwelt. So, dann können wir hier mal kompilieren klicken, ja, und gehen wieder auf den Terminal zurück. Und was sehen wir, was hat sich am Chart verändert? Diese Zahl hier wird angezeigt, die 1.05474. Das war der Bitkurs in dem Moment, wo wir den EA kompiliert haben. Ja, der steht jetzt hier da. Wunderbar. Und genau das, aber er verändert sich nicht. Ne? Das ist wichtig. Also ihr seht, es wird nur ein einziges Mal das Ganze durchlaufen, diese On-In-Datei. Ja, ich zeige es euch nochmal, wenn wir es hier draufziehen und das eben nochmal neu machen, dann kommt hier ein neuer Kurs. Aber eben nur einmal, eben nur der Kurs in dem Moment. Das passiert in der On-Init. Ja. Was passiert in der On-De-Init? Das ist genau das Gegenteil. Das ist, wenn das Programm beendet wird, kann man hier was definieren, was dann geschehen soll. Hier muss keine Return-Marke gesetzt werden am Ende. Kommen wir später dazu, warum das so ist, aber kurz dazu, weil das eine Void-Funktion ist, also eine Funktion, die keinen Rückgabewert hat. Das MT4 braucht einen Rückgabewert für die on-init-Datei, ja, weil wenn hier succeeded zurückgegeben wird am Ende des Durchlaufens, dann weiß der MT4, aha, den EA können wir weiterarbeiten. Genau. Und wenn irgendwas schiefgelaufen ist, dann kommt eine Fehlermeldung und dann weiß der MT4 diesen EA eben nicht weiter bearbeiten, nicht weiter verwenden. On deinit wird der EA sowieso beendet. Damit muss hier auch kein Rückgabewert kommen. Deswegen eine Void-Funktion und keine Int-Funktion. Genau, also, und hier zum Beispiel schreiben wir auch wieder einen Kommentar rein und machen jetzt hier keinen Kurs, sondern wir machen zum Beispiel einen Text. Und wenn wir immer mehr einen Text ausgeben wollen, dann muss der in Anführungsstrichen geschrieben werden. Die werden nicht mit ausgegeben, aber Texte werden beschrieben als innerhalb von Anführungsstrichen. Und dann schreibe ich jetzt hier mal Tschüss rein. Ja? So, kompilieren wir. Was passiert? Also, wir ziehen den EA aufs Chart, starten den. Es kommt hier der Wert 10552, das ist eben der Bitkurs. Ja. Wenn wir jetzt den EA vom Chart löschen, das machen wir, indem wir hier zum Beispiel mit Rechtsklick draufgehen, auf Experten und dann Entfernen klicken, dann sollte er hier eigentlich Tschüss schreiben, macht er aber nicht. Ja, wahrscheinlich, warte mal, genau, weil er ja schon vom Chart weg ist. Machen wir anders. Schreiben wir Print. Da lernen wir schon wieder was Neues. Die Print-Funktion ist auch ganz interessant, ganz wichtig. Und genau, also probieren wir es nochmal aus. Also wir klicken auf OK, dann kommt der Kurs. Und jetzt beenden wir diesen EA. Das geht übrigens auch, indem ihr hier, warte mal, genau, einfach so wie beschrieben. Also auf Rechtsklick, auf den Chart, dann Experten und dann Entfernen klicken. So, und jetzt ist das Ganze, ist der EA wieder weg. Hier, es wird oben nicht mehr angezeigt. Und wo hat sich jetzt dieses Tschüss, dieses Print ausgewirkt? Das wird im Expertenlog ausgegeben. Also es wird jetzt kein Befehl an euren Drucker gesendet. Es kommt auch nicht auf eurem Drucker raus, sondern es kommt im Expertenlog raus. Und dazu öffnen wir hier mal den Terminal, Control-T, ja, das ist, den kennt ihr, Handelspositionen, Kontohistorie und so weiter. Und da findet ihr jetzt hier diesen Reiter Experten. Das ist das Experten-Log, also die Log-Datei, was alles so geschieht mit dem EA. Wir sehen jetzt hier um 17.33 Uhr und 52 Sekunden haben wir ihn initialisiert. Genau, und dann wurde er
deinitialisiert, also ja, uninit oder deinitialisiert mit dem Grund 1, das können wir mal, also Reason für Grund 1, lassen wir mal außen vor. Und dann kommt hier diese Tschüss-Ausgabe. Ja, das, was wir hier in diese Print-Funktion geschrieben hatten, das wird hier ausgegeben. Genau. So, und dann kommt das wirklich im Prinzip das Entscheidende für den EA, weil ein EA ist ja dafür da, dass wirklich zu jedem Tick hier eine Prüfung stattfinden kann. Jeder Kurstick, der verarbeitet wird, die wollen wir überprüfen, damit wir hier wissen, wo wir long gehen, wo wir short gehen. Ja? Das ist die OnTick-Funktion. Die OnTick-Funktion, die beschreibt innerhalb ihrer geschweiften Klammern, was welcher Code, welche Rechenleistungen bei jedem einzelnen Tick, der eben vom MetaTrader 4 von diesem Chart empfangen wird, auf dem der EA läuft, was da genau passieren soll. Die ist jetzt aktuell leer, ja, deswegen passiert da ja auch nichts im Moment. Wenn wir jetzt hier das weiterspinnen und hier zum Beispiel von oben aus der OnInit-Datei dieses Bit hier mit runternehmen, dann werden wir gleich sehen, was sich da tut. Ich kopiere das hier rein, copy and paste und habe hier mit Comment Bit jetzt in der OnTick-Funktion auch stehen. Wenn ich jetzt hier kompiliere und starte den EA nochmal neu, wo ist er? Hier. Dann klicke ich auf OK. So, und jetzt seht ihr, wie sich hier, machen wir das weg, hier verändert sich jetzt dieser Wert. Weil jetzt eben bei jedem Tick das durchlaufen wird. Ja? Also ein neuer Bitkurs wird empfangen vom Chart, vom MetaTrader und der wird verarbeitet, indem er hier eben angezeigt wird. Cool, ne? Kleinen Schluck trinken. Also das ist die Grundstruktur des EAs. Gibt eine On-Init-Funktion. Eine OnDInit-Funktion und eine OnTick-Funktion. Jetzt wisst ihr, was die tun. Genau, das OnTick, also das Comment im OnTick brauchen wir jetzt nicht mehr, sondern jetzt wollen wir herausfinden, ob der EA handeln soll oder nicht. Ja, insbesondere wollen wir wissen, was wir hier, also ob er hier ein neues Hoch oder ein neues Tief gemacht hat. Das ist mal die allerwichtigste Message, die wir hier brauchen für diesen EA. Müssen wir noch, ich zeige das noch mehr an. Wir müssen mal ein, zwei kleine Grundlagen dazu machen. Übrigens hier diese Zeile hier ist im Prinzip nicht notwendig. Die ist einfach, ja, einfach um sich Notizen zu machen, zum Beispiel hier. Ja, können wir hier reinschreiben. Alles, was grau ist, wie gesagt, hat mit dem Programm nichts zu tun, sondern sind reine Notizen. Und genau, und da können wir eben so können wir den Code ein bisschen übersichtlicher gestalten und Überschriften machen. So, jetzt kommen wir zu Variablen, die wir brauchen werden. Also wir fügen hier zum Beispiel eine Zeile ein. Zum Beispiel, was brauchen wir an Variablen? Und jetzt gibt es verschiedene Variablen-Typen. Wir haben zum Beispiel die Variable Bit, die haben wir ja schon kennengelernt. Das ist eine eingebaute, eine voreingestellte Variable. Die hat das Format Double. Ja, also wenn wir hier zum Beispiel schreiben Double und nennen diese Variable aktueller Bit und belegen die ist gleich mit dieser Bit-Variable, dann ist diese neue Variable, die wir hier eingeführt haben, können wir jetzt hier zum Beispiel verwenden, fügen die hier ein in die Comment-Funktion. Also Comment und Print sind immer gut, um zu prüfen, was macht er hier eigentlich gerade, ne? Welche Rechenwege sind genommen worden und welche Berechnungen, welche Ergebnisse kamen dabei raus. Ja, kompilieren wir und was sehen wir? Es passiert im Prinzip noch das Gleiche wie vorher, aber jetzt eben mit einem Zwischenschritt, dass wir eine eigene Variable definiert haben, die eine Double-Variable ist. Und Double heißt eben Zahl mit Nachkommastellen. Zahl mit Nachkommastellen. Das ist eine Double-Variable. Wenn wir eine Int-Variable, eine Integer-Variable, also wenn wir aktueller Bit als Integer definiert hätten, das würde auch gehen. Integer ist eine Zahl ohne Nachkommastellen, also eine ganze Zahl. Was würde dann passieren? Kompilieren wir.
Kommt hier schon eine Warnmeldung, aber keine Fehlermeldung. Wir schauen uns an, was passiert. Jetzt wandelt er diese Zahl, das Bit hier, das ja eigentlich mit Nachkommastellen belegt ist, wandelt er jetzt hier in eine Integer-Datei um, also eine ganze Zahl. Wofür brauchen wir, ich mache das mal rückgängig, weil das ja, brauchen wir nicht jetzt mal, aber wozu brauchen wir zum Beispiel eine Integer-Variable, um eben zum Beispiel einen Zähler zu gestalten oder um das aktuelle Datum abzufragen. Ja, also zum Beispiel der Tag. Ein Tag kann nie nachkommen, ist nie ein Bruch, ja, sondern ist immer eine ganze Zahl. Also zum Beispiel int, ich mache mal hier einen Zähler. Schreibe mal Zähler. Aber übrigens, also geht nicht. Könnt ihr in keinem, ihr könnt ü habt ihr gesehen, also Umlaute, könnt ihr verwenden innerhalb eines Textes, der in Anführungsstrichen steht. Kein Problem. Aber ihr könnt das nicht verwenden als Name für eine Variable oder sonstige Berechnungen. Ja? Also statt muss immer AE geschrieben werden, wenn ihr zum Beispiel auf Deutsch halten wollt, eure Variablen-Namen. Genau. So, wenn wir jetzt hier zum Beispiel einen Zähler nehmen und schreiben Zähler 0, Zähler, wir belegen die vor auf 0 und nutzen diese Zählerfunktion hier im Zählervariable in der Comment-Funktion, dann was wird da angezeigt? Eben der Wert dieses Zählers und der ist jetzt bei 0. Und jetzt gucken wir mal, wie viele Ticks, ein Tick, also es gibt auch keinen Bruchteil von einem Tick, ja, deswegen gucken wir mal, wie viele Ticks denn sich so ansammeln in Euro-Dollar aktuell und zählen diesen, lassen diesen Zähler um 1 steigen bei jedem Mal, wenn ein Tick durchlaufen wird. Und das geht mathematisch grundsätzlich so. Zähler ist gleich. Zähler plus 1. Und dann das berühmte Semikolon. Ja, das ist also, es wird der Zähler genommen, plus 1 gerechnet und das Ergebnis dieser Berechnung wird dieser Variable zugeordnet. Und damit das Ganze läuft, übrigens, also ich zeige euch kurz, was jetzt passiert. Ist noch nicht vollständig, aber ich zeige euch jetzt kurz, was passiert. Es wird jetzt eine 1 angezeigt. Warum wird da jetzt nicht weiter hochgezählt? Wir zählen doch hier immer weiter hoch, weil jetzt bei jedem Durchlaufen der OnTick-Funktion wird hier diese Variable, diese Zählervariable initialisiert, weil sie hier erst definiert wurde. Sie wird ja hier definiert innerhalb dieser Funktion, wird also durchlaufen, dann mit 0 belegt und dann um 1 hochgezählt. Okay? Wir wollen jetzt aber, dass sich das bei jedem OnTick weiter hochzählt. Ja? Und dazu müssen wir diese Variable als sogenannte statische Variable belegen, static int. Also statische Variable ist, stellt sich so ein bisschen vor, ihr habt einen Pulli an, meine Klamotten haben immer Katzenhaare an sich, ja, ich habe 5 Katzen. Und weil sich eben Statik bildet. Und wenn ich, die Haare bleiben an der Kleidung hängen, solange ich nichts daran tue. Ja, wenn ich aktiv sie entferne, dann tut sich natürlich was dann. Und so könnt ihr euch eine statische Variable vorstellen. Sie wird im Prinzip einmal initialisiert, einmal definiert und dann bleibt sie auf ihrem Wert und dann beim nächsten On-Tick-Durchlauf verändert sich daran nichts hier in dieser Definitionszeile, sondern immer nur dann, wenn wir wirklich hier etwas daran tun. Ja, also hier Zähler, diese Variable wird jetzt mit irgendwas anderem belegt, ist gleich Zähler plus 1. Ja? Und jetzt können wir, jetzt bleibt quasi das Haar am, jetzt nehmen wir das Haar vom Pulli runter und jetzt wird hier hochgezählt. Ja? Also das passiert jetzt, das macht der AI jetzt schon. Das sind jetzt Grundprinzipien, die werden wir nachher gleich brauchen, wenn wir hier unsere anderen Berechnungen vornehmen. Genau. Machen wir mal Zählerübung. Nennen wir das hier mal. Genau. Ihr seht auch Üs und Äs innerhalb eines Kommentars ist kein Problem. Bloß halt, wenn
Das heißt, in einem variablen Namen könnt ihr das nicht verwenden. So, und jetzt machen wir hier eine neue Überschrift und jetzt ermitteln wir mal das Hoch, oder fangen wir mal mit dem Hoch an, der letzten X-Perioden. Also, Hoch bestimmen. Genau, und dazu nehmen wir jetzt, was ist ein Hoch? Ein Hoch ist ein Kurs. Ein Kurs hat Nachkommastellen. Was brauchen wir also als Variablenart? Kein Integer, sondern eine Double. Ja, also eine Double-Variable, die nennen wir jetzt mal Hoch. Also übrigens vielleicht noch eine wichtige Bemerkung am Rande. Also die Variablennamen sind Groß- und Kleinschreibungssensitiv. Ja, also wenn hier Zähler alles kleingeschrieben ist und ich will hier die Variable abrufen, schreibe aber ein großes Z am Anfang, dann wird er diese Variable nicht finden. Ja, du siehst hier Zähler mit großem Z ist ein undeclared identifier, also eine nicht deklarierte, eine nicht deklarierte Variable identifier. Es wird auch als Variable übersetzt. In dem Fall. Genau, also kommt auf Groß- und Kleinschreibung an. Ganz wichtig. So, jetzt haben wir diese Hochvariable belegt. Die belegen wir mal mit 0 als Standardwert. Können Sie uns auch gleich mal noch anzeigen lassen, damit wir immer bei jedem Schritt wissen, was hier geschieht. Ja, jetzt sind wir wieder hier bei 0,0. Dann, was passiert dann? Was müssen wir jetzt tun? Wir müssen jetzt jede Kerze durchschauen. Also wir könnten können wir auf zwei Varianten machen. Wir können einerseits diesen Donchian Channels Indikator abrufen oder wir können, und das ist die schnellere Variante, rechenschnellere, wir können die einfach direkt, es gibt eine Funktion, also direkt abfragen, was ist denn das Tief der letzten X-Perioden? Und das machen wir. Wir haben jetzt hier ein Hoch, machen wir das Hoch der letzten X-Perioden. Also, und das geht folgendermaßen. Also wir schreiben hier hoch, weil wir jetzt ja die Variable hoch belegen. Das ist die sogenannte Funktion iHigh. Ja, also das ist der höchste Kurs. Und jetzt, Klammer auf, jetzt müssen wir ihm sagen, aus welchem Symbol soll sich das ziehen? Also dieses Hoch, aus welchem Chart-Symbol? Und es ist jetzt natürlich in dem Fall Euro-Dollar. Wenn das aber auf einem Austral-Dollar-Cut-Chart wäre, wäre es Austral-Dollar-Cut. Wie können wir ihm das sagen, dass er immer den aktuellen Chart nimmt? Das ist auch eine voreingebaute Variable, die da heißt Unterstrich Symbol. Und ihr seht, es wird auch immer, wenn er schon was kennt, wenn er eine Variable kennt oder eine Funktion, dann wird hier ein Vorschlag ausgegeben, den man auch auswählen kann, entweder mit der Maus oder mit der Enter-Taste. Genau. Also, ihr seht, es ist so ein Pink, das ist ganz ähnlich wie vorher Bit. Das ist eine vorgegebene Variable im Metatrader. Also, nehmen wir das Symbol und dann machen wir ein Komma und jetzt sehen wir hier, was müssen wir noch ihm vorgeben? Den Timeframe. Aus welchen Timeframe schauen wir uns denn überhaupt an? Wir könnten hier definieren immer den M5 Timeframe oder immer den Tagestimeframe oder wie auch immer. Wenn wir aber wollen, dass der Timeframe, immer der aktuelle Timeframe, der eben gerade vom Chart ausgewählt ist, verwendet wird, dann geben wir hier ein Period und jetzt sehen wir hier die Auswahl. Wir könnten hier einen fixen eingeben, D1, H1, H4 und so weiter. Oder eben Current für aktuell, Englisch für aktuelle, also aktuelle Periode, aktueller Timeframe. Der soll hier verwendet werden. Und jetzt müssen wir ihm noch sagen, mit welchem Kerzenshift wir arbeiten sollen, also mit welchem Kerzenversatz, auf welche Kerze, ist das Hoch aus welcher Kerze verwenden wir. Ja? Und das wissen wir ja aber nicht. Ich zeige es euch mal. Also wir wissen ja grundsätzlich nicht, welche Kerze hier das höchste Hoch hatte. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel nur schreibe, aber ich zeige es euch mal kurz, wie die Logik funktioniert. Also wenn ich jetzt hier eine 0 eingebe,
Dann wird die aktuelle Kerze verwendet. Also es ist hoch der aktuellen Kerze. Gehen wir auf Kompilieren. Dann wird es angezeigt hier. Das Hoch war 1,05424. Gucken wir uns mal an. Aktuelle Kerze. Hoch 1,05425. Ja? Wenn die jetzt nach oben ticken würde, dann würde sich das hier auch verändern. Genau. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine 1 eingeben, dann wird das, dann bezieht sich das auf die Kerze Nummer 1. Und die Kerze Nummer 1 ist eben nicht die aktuelle, das haben wir gerade gesehen, das ist die 0, die Kerze Nummer 0, sondern Kerze Nummer 1 ist die eben die vorletzte, die letzte vollständig abgeschlossene Kerze. Das ist Kerze Nummer 1. Hier wird es angezeigt, 1,05477. Ja, und das ist eben auch hier das Hoch. Sehen wir hier unten angezeigt, wenn es nicht hochpoppt manchmal, aber es wird dann unten in der Statusleiste angezeigt, ne? 1,05477 und so weiter. Na, wenn wir jetzt die 5 eingeben würden, würde die fünftletzte Periode, fünftletzte Kerze ausgelesen, also 0, 1, 2, 3, 4, 5, also hätten wir das Hoch aus dieser Kerze. 1,05544 steht hier unten in der Statusleiste und steht hier oben berechnet. Ja? Genau. Jetzt müssen wir aber wissen, welches, müssen wir ihn fragen lassen, welches war denn das höchste Hoch der letzten, nehmen wir mal 20, ja, beim Einstieg machen wir mal mit 55. Was war denn das letzte Hoch, das höchste Hoch, oder welche Kerze hatte das höchste Hoch der letzten 55 Kerzen? Und das muss hier rein, das wird hier eine Variable, ja, und diese Variable nennen wir mal, ich nenne sie mal auf Deutsch, höchste. Halt, höchste. So. Höchste Kerze. Ja? So, und welche ist das jetzt? Das müssen wir rausfinden. Und dazu, eine Kerze, habt ihr gesehen, sind immer ganze, wird mit ganzen Zahlen beschrieben. Also 0, 1, 2, 3. Ist keine Nachkommastellen. Also können wir oder müssen hier sogar eine Integer-Variable definieren. Übrigens, wenn ich jetzt hier eine Kerze, das hier so kompilieren würde, also hier mit Variable arbeite und hier auf Kompilieren klicken würde, dann würde hier uns wieder eine Fehlermeldung sagen, ausgeben und sagen, das höchste Kerze-Ding hier, das haben wir noch nicht definiert. Ja? Das ist noch nicht deklariert. Also müssen wir das noch machen. Int, höchste Kerze. Ich kopiere mir das mal hier rüber. Ich belege das mal mit 0 vor und dann belegen wir das, diese Variable jetzt mit einem Wert. Und auch dazu gibt es eine eingebaute Funktion im MetaTrader, die herausfindet, welche Kerze denn das höchste Hoch hatte. Und das nennen wir jetzt hier zum Beispiel, diese ist I highest. Ja, also nicht I high, sondern I highest. Und dann auch wieder ganz, ganz ähnlich. Das ist Unterstrich Symbol. Also in dem im Chart-Symbol gucken wir, in welchem Timeframe schauen wir. Nennen wir Period Current. Und jetzt kommt ein Type. Was ist ein Type? Also was für ein Typ müssen wir denn hier vorgeben? Jetzt können wir uns mal anschauen, was wir hier eingeben können. Klickt mal mit der Maus einfach, setzt den Cursor hier auf I highest und geht auf der Tastatur auf F1. Dann geht hier die MQL4-Referenz auf, also die Dokumentation, in der alles beschrieben ist. Es ist, weil ich am Anfang, es ist auf Englisch, von daher wahrscheinlich für einige von euch vielleicht ein bisschen, müsst ihr halt euch reinarbeiten sozusagen, auch in die Sprache, in die Sprachwahl selber. Das ist manchmal ein bisschen technisch, aber lasst euch davon nicht zurückscheuen. Also da wird im Prinzip alles beschrieben. Also I highest, hier geben das Symbol vor, wir geben den Timeframe vor, okay, und jetzt der Type. Das ist der dritte Parameter, der dieser Funktion mitgegeben wird. Type können wir hier nachlesen. Series Array Identifier, also ist eine Serie, eine gewisse Serie, aus der man auswählen kann. Und da wird hier beschrieben. Könnt ihr hier klicken drauf? Und dann kommt hier alles, was hier kommt hier alles, was wir hier auswählen können. Also Open, Mode Low, Mode High, Mode Close, Mode Volume, Mode Time.
Und wir wollen natürlich das höchste Hoch. Wir könnten natürlich auch das höchste Tief uns ausgeben lassen oder den höchsten Open Price oder das höchste Close oder das höchste Volumen oder wie auch immer. Aber wir wollen natürlich das höchste Hoch. Ja, und das ist Mode High. Also schreiben wir hier rein Mode High. Mode unterstrich High. Dann kommt der nächste Parameter. Jetzt wird noch abgefragt, soll der ganze, also die ganze Zahlenreihe, ein Array ist, kann auch, also ist mathematisch in der Regel eine Zahlenreihe, also eine Reihe von Dingen, in der Regel sagen wir, Zahlenreihe. Soll die ganze Zahlenreihe, also was ist die ganze Zahlenreihe? Entschuldigung, hier. Das wären also alle Chart, alle Bars, alle Kerzen, die hier im Chart geladen sind, sollen alle überprüft werden? Dann sagen wir natürlich, nein, natürlich nicht. Wir wollen nur die letzten 55 anschauen. Ja, also schreiben wir hier 55 rein. Und können dann, und ab wann wollen wir gucken? Und da wollen wir gucken ab der Kerze 1. Ja, wir wollen nur wissen, was ab der vorherigen Kerze, also ab Kerze 1 die letzten 55 passiert ist, nicht inklusive der aktuellen Kerze. Ja, die läuft ja noch. Da wissen wir ja noch nicht den Höchstkurs. Genau. Das können wir dann abschließen mit Klammer zu. Übrigens egal, ob wir hier eine Leerstelle einfügen oder nicht. Und beenden dann die Zeile mit dem Semikolon. Klicken auf Kompilieren. Jetzt haben wir hier, genau, was haben wir vergessen? I highest, an dieser Stelle wird ein Operator erwartet. Und dieser Operator ist ein Ist-Gleichzeichen. Ja, also ich habe hier vergessen, ein Ist-Gleich reinzustellen. Also die Belegung dieser Variable, die muss ich definieren, indem ich eben ein Ist-Gleich einfüge. So wie hier auch I high. Genau, und jetzt wird eben höchste Kerze mit diesem Wert belegt und dann hier in der I high Funktion verwendet. Genau, ich zeige es euch kurz an, mit was die höchste Kerze ist und was das Hoch ist. Und zwar können wir im Kommentarfeld, können wir nicht nur eine Variable anzeigen lassen, sondern mehrere. Ja, ich beginne hier mal mit der höchsten Kerze. Ja, und dann soll er mir das Hoch ausgeben auch. Ja, höchste Kerze, Komma, Hoch. Dann würden jetzt hier beide Werte ausgegeben. Also die Zahl der Kerze, 2 oder 26, ja, und dann 1,0577 ist der Kurs, der höchste Kurs. Das sieht jetzt natürlich blöd aus, weil es sieht eigentlich aus wie 261,0577. Was können wir dazu tun, um das uns besser anzeigen zu lassen? Wir können hier eine Leerstelle zwischen Reihen setzen. Wir haben vorher gelernt, jeder Text, der verwendet wird, muss in Anführungsstrichen geschrieben werden. Und wir können natürlich eine Leerstelle ist ein Text. Ja, und wenn wir hier eine Leerstelle zwischen zwei Anführungsstrichen setzen, dann passiert Folgendes. Wir können hier das Ganze besser lesen. Ja, 26 ist die Kerzenzahl, die Kerzennummer und 1,0577 ist eben der Höchstkurs. Schauen wir mal es an. Also ganz offensichtlich in den letzten 55 Kerzen war das hier die mit dem höchsten Hoch. Und die hat 1,05770. Ja, wir sehen es unten in der Statusleiste. Und ist das die Kerze Nummer 26? Das können wir uns auch mal anschauen, indem wir das Fadenkreuz aufmachen. Ja, und dann hier von 0 beginnen. Und dann gucken wir hier mal, ziehen wir es hoch und siehe da, ist die 26. Kerze. Alles gut. Genau. Wunderbar. Was brauchen wir noch? Wir brauchen jetzt grundsätzlich auch noch das Tief. Ja, das gebe ich euch vielleicht als Hausaufgabe. Jetzt, machen wir es mal nur am Beispiel des Hochs. Machen wir mal hier weiter. Jetzt wollen wir natürlich handeln, wenn das höchste Hoch höher ist als das vorherige Hoch. Ja, also wenn das höchst, genau. Also wenn wir jetzt an dieser Stelle hier wären, ja, ich mache es mal ein bisschen höher, wenn wir an dieser Stelle wären, dann müssten wir schauen, dieses Hoch ist höher als das vorherige Hoch.
Ja, und das vorherige Hoch sehen wir jetzt hier mal abgebildet im Donchian Channel. Das vorherige 55 Kerzen hoch, das war hier bei 1,05,75 und jetzt ist das hoch 1,0577. Das wird natürlich, wenn dieses Hoch, dass dieses 55 Kerzen hoch höher ist als dieses 55 Kerzen hoch, dann gehen wir hier an dieser Kerze zum Eröffnungskurs in den Deal hinein. Ja, genau. Und dazu brauchen wir, wir haben jetzt das Hoch, was ist das aktuelle Hoch? Und jetzt brauchen wir, das schauen wir mal dazu, aktuelles Hoch. Jetzt brauchen wir natürlich noch das Vergleichshoch, das vorherige Hoch. Ja, und dazu kopieren wir das mal. Copy, fügen Sie unten ein, Paste mit Steuerung V und nennen das mal hier vorheriges Hoch bestimmen. Vorheriges Hoch. Die Definition hier brauchen wir jetzt noch, also brauchen wir noch, aber nicht mehr das Hoch, sondern wir nehmen jetzt vorheriges Hoch. Ich mache das mal groß. Höchste Kerze müssen wir nicht neu definieren. Ja, das haben wir hier schon definiert. Und genau, und nehmen jetzt nicht mehr ab Kerze, also ist weiterhin in 55 Kerzen hoch. Aber nicht mehr ab der vorherigen Kerze, sondern ab der vorvorherigen Kerze. Also muss hier eine 2 rein. Ja? Und dann wird hier, dann berechnen wir das vorherige hoch mit eben mit dieser gleichen, absolut gleichen Berechnung. Mit I high, Symbol, Period Current, höchste Kerze, die ja hier neu belegt wurde. Ja? Also wir benutzen diese Variable weiter, die brauchen wir ja nicht weiter, die brauchen wir nur hier drin. Wir belegen sie einfach mit dem neuen Wert, der sich hieraus ergibt. Genau, und damit haben wir jetzt beide Hochs, die, wenn wir die aktuell nehmen würden, dann sähe das gleich aus. Ja, warte mal. Das ist, ich nehme mal, komme ich vielleicht auf eine Chartperiode, wo das noch nicht der Fall ist. Nee. Jetzt haben wir hier gerade kein gutes Beispiel, ist hier im Euro-Dollar, aber ich denke, ihr könnt das nachvollziehen. Ja? Also wir denken uns jetzt mal in diese Kerze hier rein, Eröffnungskurs dieser Kerze. Wir haben das aktuelle Hoch. Und das vorherige Hoch, ja, das ist eben dieses Hoch hier. Das sehen wir ja hier aus dieser Zeitserie ab hier. Wenn wir ab hier 55 Kerzen zurückgehen würden, ja, das kommt gerade hin. Ne? Das ist so, das sind diese Hochs. Gut, also haben wir diese beiden Kurse. Und jetzt machen wir mal eine einfache Regel, die da heißt, Long Deal oder Buy Deal. Im MetaTrader heißt es ja Buy and Sell anstelle von Long und Short. Also Buy Deal eröffnen. Und das machen wir dann. Und jetzt kommt eine wichtige Sache. Jetzt kommt eine If-Dann-Abfrage. Also Wenn-Dann-Abfrage. Das brauchen wir im Prinzip. Das ist das meistgebrauchte Tool, das meistgebrauchte Werkzeug innerhalb der EA-Programmierung sind diese Wenn-Dann-Abfragen. Das braucht ihr immer wieder. Und das geht ganz ähnlich wie eine Funktion abzufragen. Also ihr schreibt if, natürlich das Englische, if, Klammer auf, und jetzt kommt in die Klammer, was erfüllt sein muss, die Bedingung, die erfüllt sein muss. Also if hoch größer als das vorherige hoch, dann, was soll er dann machen? Dann bei eröffnen. Und das bei eröffnen, das machen wir jetzt hier mal als Variable, die true oder false ausgeben soll, also nur ja oder nein. Ja, soll er eröffnen oder nicht? Und das ist wiederum ein neuer Variablentyp, der nennt sich boolesche Variable. Ist ein Spezialfall von der Integer-Variable, weil es ja, weil quasi true ist 1 und false, also falsch, wäre 0. Also das ist quasi der Grundgedanke vom Digitalismus. 0, 1, 0, 1, ja. Und das wurde eben definiert von einem Herrn Bohl. Ich
glaube, es war ein Herr. Und deswegen heißt es boolesche Variable. Ja, und das wird hier so definiert. Also bool mit zwei O's bei eröffnen. Und das belegen wir mal vor mit false, also mit 0. Und nur wenn hoch größer vorheriges hoch ist, dann wollen wir den bei eröffnen. Okay, gut. So, wird kompiliert, alles gut. Und das könnten wir uns auch übrigens anzeigen lassen, der Wert dieser boolischen Variable. Das ist bei, wenn wir dann hier bei eröffnen, ins Kommentar reinschreiben, dann wird hier true oder false ausgegeben. Jetzt im Moment ist es false, weil ja hier natürlich dieser Fall nicht vorliegt. Genau. Wunderbar. Und dann, wie machen wir weiter? Genau, jetzt haben wir bei eröffnen vorliegen. Und jetzt wollen wir dies bisschen bei Deal, das nennen wir mal bei Signal erhalten. Das ist jetzt erstmal nur das Signal. Und jetzt kommt der Code, mit dem wir den eigentlichen Deal eröffnen. Und das ist bei Deal eröffnen. Schreiben wir hier mal als Überschrift. Und ein bei Deal eröffnen wir, indem wir die Order Send Funktion nutzen. Ja, das ist eben auch eine eingebaute Funktion, ganz offensichtlich Order Send, also es wird eine Order gesendet an den Broker, an JFD. Und dann kommt, also natürlich nicht immer an JFD, aber wenn ihr im JFD-Konto eingeloggt seid, dann wird das an JFD gesendet. Genau. Und folgendes, diese Order Send Funktion, die hat einige Parameter. Ja, sehen wir hier, wenn wir Klammer aufmachen, kommen alle Parameter raus. Aber was wir zuerst sehen, wir sehen, das ist eine Integer-Funktion. Das heißt, wir müssen eine Integer-Variable belegen, wenn wir diese Funktion abrufen. Also müssen wir nicht, aber es ist empfohlen, insbesondere in diesem strikten Kompiliermodus, in dem wir drin sind. Also fügen wir erstmal noch eine Variable ein, die heißt da, genau, und was kommt da raus? Was ist der Rückgabewert? Das ist die Ordernummer, die Ticketnummer. Also das, was, wenn wir hier den Terminal mal aufmachen, diese Ordernummer hier, das ist das, was zurückgegeben wird, wenn die Order eröffnet wird vom EA. Das heißt, wir nennen das mal Ordernummer, belegen das mal mit 0. Es gibt keine Ordernummer, die eine 0 hat, und dann geben wir hier rein, dann belegen wir diese Order-Nummer-Variable, ist gleich, mit dem Rückgabewert der Order-Send-Funktion. Also wie hier oben, wir haben IHigh abgerufen, der Rückgabewert der IHigh-Funktion ist natürlich eine Double, ist das hoch dieser Kerze und damit wird diese Variable belegt. Ja, das gleiche Prinzip gilt jetzt auch für die Order-Send-Funktion. Die Order-Nummer-Variable wird mit dem Rückgabewert der Order-Send-Funktion belegt. So, was müssen wir jetzt mit der Order-Send-Funktion, was müssen wir da alles mitgeben? Erstmal, wie oben auch, in welchem Symbol soll denn die Order eröffnet werden? Und das soll natürlich auf dem Chart-Symbol geschehen. Ja, aber manche Strategien mit Korrelation und so weiter, wenn man sagt, okay, wir kriegen ein Euro-Dollar-Signal, dann eröffnen ein Euro-Pfund. Deal, das wäre auch möglich, ne? Indem wir hier, also von der Theorie, das könnt ihr dann eben weiterspinnen, je nach eurer Strategie. Aber jetzt bleiben wir erstmal da, wo es sein soll. Hier, CMD ist das nächste. Was ist CMD? Das ist kurz für Command, also für Befehl. Welcher Befehl soll denn ausgeführt werden? Dann gucken wir uns mal an, was uns da zur Verfügung steht. Gehen wir hier auf Order Send mit der Maus, mit dem Cursor und klicken wieder auf F1. Und siehe da, jetzt wird uns diese Funktion angezeigt mit all ihren Eigenschaften. Wir sehen hier Operation, also der Command, also CMD steht für Command. Und welche Operation, also was soll dort ausgeführt werden? Das sehen wir dann hier im Detail. Also, dann klicken wir hier auf Trade Operation, um herauszufinden, welche uns denn zur Verfügung stellen und zur Verfügung stehen. Und der MT4 kann eben Buy, er kann Sell, er kann eine Limit Order öffnen, er kann eine Sell Limit Order öffnen, er kann eine Buy Stop Order öffnen und er kann eine Sell Stop Order öffnen. Also 4 Pending Order Arten und 2 Market Order Arten.
Und wir machen jetzt mal die einfachste, die Buy Order, eine Market Order. Wir haben ja hier, haben wir hier ein Buy Deal, also wir machen ein Buy Signal und dann geben wir hier, warte mal, OP, genau, OP Unterstrich, und dann können wir es hier uns auch auswählen. Nehmen wir Buy, Komma. Das Volumen, was ist das Volumen? Das ist die Lot Size, die ihr handeln wollten. Nehmen wir hier mal zum Beispiel die Standard Lots, also die Mindestlot Size bei Euro-Dollar 0,01. Und jetzt wichtig, eine Zahl im MetaTrader wird immer im englischen Zahlenformat ausgedrückt, also mit Punkt getrennt zwischen vor und nach der Kommastelle, zwischen Haupt- und Dezimalstelle. Ja? Also hier Punkt ist eine Zahl, ja, also 0,01 ist 0,01. Machen wir weiter, Komma, jetzt zu welchem Preis soll die Buy Order ausgeführt werden? Am besten 10 Pips oder 100 Pips oder was auch immer unter dem aktuellen Preis, oder? Geht natürlich nicht, sondern wir müssen hier bei der Order Send Funktion den aktuellen, jetzt beim Buy, den aktuellen Ask Preis verwenden, weil sonst der Broker schimpft, zu Recht. Und dann sagt hier, er kann zu diesem Kurs das nicht ausführen. Ja, deswegen hier Ask Kurs eintragen bei einer Buy Order, Bid bei einer Sell Order oder eben ein beliebiger gültiger Preis bei einer Pending Order. Genau. Dann Komma, dann wird die Slippage eingegeben. Slippage ist also die Ausführungsqualität. Was würdet ihr an Ausführungsqualität denn noch akzeptieren, also mit null Punkten, ihr wollt so, wie es eben der aktuelle Ask-Kurs ist, oder wollt ihr es mit maximal, sagen wir mal, 5 Punkten schlechter haben, zum Beispiel, also 0,5 Pips, geben wir mal zum Beispiel diese 5 ein als maximale Slippage, die wir akzeptieren wollen. Dann könnten wir hier in der Order noch einen Stop-Loss vergeben, machen wir mal eine 0 rein, ein Take-Profit könnten wir noch gleich mitgeben, machen wir auch mal eine 0 rein, ein Order-Kommentar können wir mit eintragen, das ist jetzt ganz geschickt. Das geht zum Beispiel, geht ja nicht immer beim MetaTrader. Zum Beispiel, wenn ihr auf der Mobile-Funktion seid, könnt ihr keinen Order-Kommentar eingeben. Zumindest bei der Version, die ich habe. Vielleicht ist da zwischenzeitlich eine neue Version raus, bei der das geht. Aber wir schreiben hier mal rein, TTEA. Ja? Und zwar wiederum in Anführungsstrichen, weil das jetzt hier ein Text ist, ein String. String heißt übrigens, also ist eine Textvariable. Genau, das geben wir hier rein. Magic Number. Jetzt geben wir hier noch eine Magic Number ein. Und eine Magic Number ist deswegen wichtig, damit der EA nachher seinen eigenen Deal wieder finden kann. Das ist im Prinzip eine Identifikationsnummer. Ihr seht das hier. Wo ist es? Hier. Diese Deals, wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, dann geht hier ganz rechts steht ID 22011-4. Das ist die Magic Number. Ja, das ist also mit einem EA eröffnet worden. Wenn ihr zum Beispiel einen manuellen Deal eröffnet, dann kommt hier, steht hier keine ID, sondern steht manuell platziert in dem Pop-up. Und das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass es die Magic Number 0 ist. Also 0, Magic Number 0 ist eben ein manuell platzierter Deal, aber ihr könnt natürlich auch eine 0 hier eingeben, wenn ihr wollt, aber ich mache das in der Regel nicht, sondern gebe eine Magic Number vor. Zum Beispiel nehmen wir das heutige Datum, rückwärts eingegeben, 22.05.11. Genau, das mache ich immer gerne als Magic Number, das aktuelle Datum, von dem, also wann ich den EA starte, im Live-Betrieb. Dann weiß ich ungefähr, wie lange, seit wann er schon läuft und so weiter. Genau, und dann Komma, dann können wir eine Expiration, also ein Ablaufdatum eingeben. Das können wir natürlich bei einer Buy- oder Sell-Order nicht, sondern nur bei einem Pending-Order. Also geben wir hier eine 0 ein. Und dann können wir dem noch eine Farbe zuweisen, weil ein EA zeichnet bei Deal-Eröffnung, bei Deal-Schließung ein Pfeilchen in den Chart hinein und da können wir hier die Farbe bestimmen. Und wenn wir mal blau, Color Blue, also CLR, ja, wenn CLR anfängt, klein CLR, dann kommen hier alle Farben, die zur Verfügung stehen. Und wenn ihr mal Color Blue, hier seht ihr übrigens, wenn ihr mit F1 auf, also wenn ihr mit dem Cursor auf Color Blue seid und dann F1 drückt, dann seht ihr hier alle Farben, die uns zur Verfügung stehen. Ja. Genau, also Color Blue und dann können wir Klammer zumachen und Semikolon. So, und jetzt Achtung,
stellt, wenn wir jetzt auf Kompilieren drücken, stellt bitte ganz, ganz sicher, dass ihr auf dem Demokonto seid. Ja, nochmal double check. Ja, also nicht auf dem Echtgeldkonto sein. Klicken wir hier kompilieren. Was passiert jetzt? Jetzt wird bei jedem Tick ein Deal eröffnet. Seht ihr das? Und zwar eben mit diesem Order-Kommentar, mit der Lot-Size 0,01 zum jeweils aktuellen Preis. Das unterbinden wir jetzt hier gleich mal, indem wir das Auto-Trading hier auf False stellen. Genau. Und richtig, das wollen wir natürlich nicht, ne? Also, ich mache mal das alles wieder zu. Habe ich hier mein Deal Closing Script? Ne, das habe ich hier nicht drin. Also muss ich es mal kurz manuell machen. Hier, ich mache Gewinn bei jedem Deal. Ist natürlich jetzt Zufall, ist klar. Und außerdem auch auf dem Demokonto. Ja, oder warte mal. Ich zeige euch jetzt kurz mal, damit das automatisch ist, damit es schneller geht. Ich mache diese Order Send graue ich mal aus, ja, indem ich hier zwei Leerstellen dazu davor setze und mache jetzt hier Order Close. Nee, da bräuchte ich ja die, nee, da bräuchte ich ja die Ordernummern. Egal, nee, kriegen wir später. Nach der Feuerzangenbowle. Also. So. Genau. Also. Das wollen wir jetzt eben nicht mehr, sondern wir wollen jetzt nur dann eröffnen, wenn hier das Hoch größer als dem vorherigen Hoch ist. Ja? Und das müssen wir ihm natürlich sagen. Ja, ist ja jetzt nur weil hier diese Variable mit dem richtigen Wert belegt wird, heißt es ja noch lange nicht, dass er die auch verwendet, diese Variable. Sondern der Computer macht genau das, was wir ihm sagen. Und wir haben es ihm noch nicht gesagt, dass er diese Variable eben auch noch verwenden soll. Und das machen wir, indem wir hier eine if-Abfrage einfügen. Also if bei eröffnen. Wenn das gleich true ist, dann was soll er dann tun? Und das ist jetzt hier wichtig. Wenn ihr aber in einer if-Abfrage einen Gleichstand abruft, dann muss das mit ist gleich, also zweimal ist gleich hintereinander geschehen. Nicht wie hier einfach nur einmal größer als, das war ja einfach, sondern ist gleich. Ja, das ist wichtig. Also wenn bei öffnen gleich true, und jetzt müssen wir ihm zwei Sachen vorgeben. Ja, wir müssen ihm sagen, er soll die Ordernummer Variable definieren und er soll die Ordernummer Variable mit der ausgeführten Order Send Variable Funktion belegen. Er muss zwei Dinge tun, nicht nur eine Sache. Und wenn immer mehr als eine Sache geschehen soll nach einer If- oder Dann-Abfrage, dann kommt das in geschweifte Klammern. Ja, hier geschweifte Klammern. Und ich rück das jetzt hier nochmal ein, damit es sauber aussieht. Oh, die Stunde ist vorbei. Ich brauche nochmal 5 Minuten von euch oder vielleicht 10 Minuten. Habt ihr noch so viel Zeit? Ich denke schon, Christoph. Also ich bin auch in der Tat überrascht. Wir sind ja deutlich jetzt mit dem Intro über der Zeit, aber die Teilnehmer kleben dir offenbar an den Lippen. Insofern haben wir durchaus noch ja die 5 bis 10 Minuten. Super. Alles klar. Try Das kriegen wir again. noch hin. Genau. Klar. So. Genau. Also. Super. Also kompilieren. Und dann haben wir hier wenn wir jetzt wieder das Auto-Trading anschalten, dann kommen keine Deals mehr, ja? Weil eben diese Bedingung nicht erfüllt ist. Wir könnten jetzt hier mal die Probe aufs Exempel machen und schreiben hier else. Das ist dann also, wenn das nicht erfüllt ist. Also wenn das, dann das. Und wenn nicht, dann schreibt doch mal bitte das Comment. Oder dann schreibt mal, genau, dann schreibt, dann ziehen wir das mal hoch. Nee, dann schreibt man mal Print, einfach als Ausgabewert, Print. Schauen wir mal, nein. Des deutschen liebsten Worts. Nein. Sagt meine Frau immer, dass das die des deutschen liebsten Wort wäre. Hat sie wahrscheinlich auch ein bisschen recht. Genau, und jetzt seht ihr bei jedem Tick, wird jetzt hier Nein reingeschrieben, weil eben
dass das Buy-Eröffnen nicht erfüllt ist. Ja? Eben Tick geht es hier runter. Wird hier ein neuer Eintrag gemacht. Wollen wir natürlich nicht drin behalten, sondern das machen wir jetzt wieder aus. Aber nur damit ihr seht, was dann passiert, wenn else verwendet wird. Genau. Und das kann man auch immer, sowas kann man auch immer wieder zum Prüfen verwenden. Läuft der Deal überhaupt noch? Läuft der EA überhaupt noch dorthin, wo wir gerade sind? Oder hat er vielleicht vorher schon irgendwas abgebrochen? So, jetzt würde er wirklich, jetzt wollen wir testen, was er denn tut, wenn das passiert. Und wir müssen noch eine Sache dazufügen. Das können wir jetzt ja gerade nicht testen, weil wir diese Situation nicht haben. Aber wie können wir noch testen? Wir können im Strategietester testen. Und das ist hier oben auswählbar mit Steuerung R oder eben mit diesem kleinen Button oder über Ansicht Strategietester. So, und dann wählt ihr hier mal euren EA aus, den TTEA. Geben wir gerade mal den Euro-Dollar und nehmen mal den M5-Chart. Das Spread 15 ist gerade ein bisschen hochgegriffen, aber ist erstmal egal. Es ist voreingestellt, wenn ihr das zum ersten Mal verwendet, ist aktuell. Das ist auch in Ordnung jetzt erstmal, um die Funktionalität zu testen. Und jetzt gehen wir mal auf Kontrollpunkte als Testmodell. Das ist ein Modell, das nicht zu Performance-Tests verwendet werden sollte, aber für Funktionalitätstests absolut geeignet ist, läuft relativ schnell durch. Und dann nehmen wir mal einen Zeitraum, in dem wir testen. Nehmen wir mal heute, ja, also ab heute, damit wir nur mal von heute das sehen und dann bis morgen. Ne? Wir müssen hier, wenn heute getestet werden soll, dann müssen wir hier den morgigen Tag noch eingeben, weil er sonst eben von 0 Uhr bis 0 Uhr und das testet, also 11.05. 0 Uhr bis 12.05. 0 Uhr, es sind halt 24 Stunden, aber 11.05. 0 Uhr bis 11.05. 0 Uhr sind 0 Stunden, also würde nichts testen. Und dann können wir hier den visuellen Modus einstellen und dann auf Test starten klicken. So, und dann geht hier dieses Testfenster auf und dann sehen wir, wie sich hier das Ganze entwickelt. Und jetzt wir können dann hier an diesem Schieber die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen und auch natürlich verringern. Aber nicht ganz nach rechts schieben, weil dann geht es viel zu schnell. Geht mal eins von rechts ist die 31. Und ich halte es mal ganz kurz an und wo ist der Indikator? Der ist hier. Den ziehen wir mal auch aufs Chart mit Doppelklick. Ich mache es dann immer ganz gerne das Blue raus, weil es ja mir nur um die Extremwerte geht und nicht um den Mittelwert. Ah, können wir hier auf None stellen. So, und jetzt wird das hier berechnet. Jetzt gucken wir mal, bis dann der erste Deal gemacht wird. Zu welcher Uhrzeit? Jetzt kommt ein Push nach oben. Geht er noch weiter? Das ist der 5, genau. Und jetzt, aha, was passiert hier? Genau, und war eben die Bedingung war jetzt erfüllt. Das ist, glaube ich, der falsche Don-Chain, den ich hier ausgewählt habe, weil ich ja mit 55 arbeite, aber es hat sich eben zufällig das gleiche ergeben, weil der 55er in dem Moment auch nach oben geschoben wurde. Ja, und jetzt wird eben ständig ein Deal eröffnet. Bei jedem Tick, weil in dieser Kerze, in dieser wunderbaren Kerze, wo das Ganze geschieht, ist bei jedem Tick diese Bedingung erfüllt. Diese Bedingung, die da heißt, war das Hoch größer als das vorherige Hoch, also das Hoch, das 55 Perioden Hoch ab dieser Kerze gerechnet, mit dem verglichen ab dieser Kerze berechnet. Das ist ja bei jedem Tick, ist das gültig, ja? Und dazu machen wir uns noch folgende Geschichte. Wir wollen ihm sagen, dass er nur dann das Ding eröffnen soll, wenn noch, also die einfachste Variante ist, die ist nicht ganz ohne Konsequenzen, aber die allereinfachste Variante und schnellste Variante, um das zu lösen, ist, dass er das bitte nur dann tun soll, wenn noch keine Order besteht, also wenn diese variable Ordernummer noch nicht belegt ist. Also und Ordernummer ist gleich
ist gleich 0. Ja, nur dann sollst du hier bitte eine By-Order eröffnen. Wenn wir das jetzt so lassen würden, würde ein Kompilierfehler kommen, weil er diese Order-Nummer, der Code würde immer von oben nach unten und von links nach rechts durchsehen. An dieser Stelle ist Order-Nummer Variable noch nicht definiert, sondern sie wird jetzt hier definiert. Also müssen wir diese Definition nach oben ziehen. Ich kopiere das hier mal raus mit Steuerung X, lösche auch die Zeile, füge dann hier eine neue Zeile ein und definiere diese Variable hier. Jetzt Achtung, wenn ihr vorher gut aufgepasst habt, und das war eine dieser Grundlagen bei der Zählerübung, wenn ihr da aufgepasst habt, dann wisst ihr, was jetzt passieren würde. Bei jedem, im Prinzip, würde dann jetzt das Gleiche passieren. Ja, das Gleiche wie vorhin, wie hier gerade. Ich zeige es mal kurz. Lass es mal schnell durchlaufen nochmal. Genau. An dieser Stelle, in dieser Kerze, wurden jetzt auch wieder alle bei jedem Tick ein Deal eröffnet. Soll natürlich nicht sein. Ja? Warum? Weil diese Ordernummer-Variable wird hier an dieser Stelle zum allerersten Mal initialisiert, und zwar jedes Mal, wenn onTick durchlaufen wird. Und damit ist sie immer auf 0, an dieser Stelle, wo hier abgefragt wird. Das heißt, wir müssen jetzt hier wieder diese Ordernummer-Variable zur statischen Variable machen. Und damit der Wert kleben bleibt, ja, dass das Katzenhaar am Pulli kleben bleibt, damit eben die Belegung, die hier geschieht, damit die nicht hier damit das nicht überschrieben, also damit das nicht wieder mit 0 überschrieben wird. Also kompilieren wir und probieren es aus. Während das hier läuft, hole ich mir wieder den Donchian-Channel. 55. Und jetzt lasse ich die Mittellinie drin. Alles gut. Trink mal einen Schluck. Lass kurz mal schneller laufen. Und jetzt siehe da, an dieser Stelle wurde wirklich nur ein Deal eröffnet. Und das ist eben, das wird jetzt eben dadurch garantiert. So, ich denke, damit machen wir heute mal einen Schlussstrich, einen Trennungsstrich. Was jetzt aber natürlich ganz wichtig ist für euch zu wissen, so wie der AR ist, kann er jetzt nach jedem Starten von dem AR, kann er nur einen einzigen Deal eröffnen, weil er sonst ja nie wieder diese Ordernummer-Variable auf 0 zurücksetzt. Wir haben ja auch noch, keinen Stop-Loss oder keinen Take-Profit oder sowas definiert, aber ihr könnt zumindest jetzt schon mal diesen einen Deal automatisch handeln. Ihr könnt das natürlich auch, das ist die Hausaufgabe für euch, macht das mal auf den Ausbruch nach unten auch bitte. Ja? Kurzer Tipp, ihr braucht dann dazu I-Lowest und I-Low und müsst hier den Mode Low abfragen. Und hier auch, ja. Das ist eure Hausaufgabe. Also Copy-Paste hier von diesen beiden Dingen und dann guckt ihr mal, wie ihr auf das Tief kommt. Ja? Und also verändert es das Gepastete dann entsprechend, um auf das Tief zu kommen und dann auch natürlich Buy-Signal und Buy-Deal eröffnen, auch kopieren und auf die Sell-Seite anwenden, auf die Sell-Seite verändern. Ja? Probiert das aus für euch zu Hause. Das ist eure Hausaufgabe. Ansonsten, ja, damit habt ihr jetzt erstmal einen ersten EA, der zumindest das hier kann. Ja? Also ihr könnt zum Beispiel, wie könnt ihr den jetzt einsetzen? Ihr könnt sagen, ja, ich will jetzt beim nächsten Ausbruch oder beim nächsten Eröffnungskurs nach einem Ausbruch so und so handeln. Und dann kann er euch zumindest diese Arbeit, diese erste Überwachungsarbeit übernehmen. Ja, damit ihr halt auch mal auf Toilette könnt oder was essen gehen könnt und nicht auf dieses Handelssignal warten müsst. Ihr müsst natürlich, es ist noch kein Deal-Management drin, also noch kein Stop-Loss, Take-Profit, Closing. Das wird man alles in einem Folgeworkshop für euch machen, für den ich euch gerne Infos zukommen lassen würde. Wir würden dann noch ein Money-Management einbauen, also dass eben nicht immer nur mit einer fixen Lot-Size gehandelt wird, sondern dass das einstellbar ist und dass auch natürlich die Donchian-Channels einstellbar sind. Hier, und dass auch eine Closing-Regel drin ist, die ich euch vorher mal erklärt hatte. Ne? Also Einstieg bei 55, Closing bei Berühren des 20ers. Und insbesondere, ja, also die
Turtle Traders hatten das ja immer auf der, hatten das immer auf Tagescharts gehandelt. Also die haben nicht Insider gehandelt, ja, sondern nur auf Tageschart. Das ist ganz wichtig, weil ihr dann, es geht ja hier um Trendfolge und Trendfolge tendenziell funktioniert besser bei langfristigen Charts. Also sagen wir mal, vielleicht bei H4 angefangen. Und aber auf jeden Fall bei D1 und Wochenchart, da habt ihr schon bessere Chancen mit sowas, mit solchen Trendfolgern wirklich aktiv zu sein, ohne dass es jetzt ein richtig fett ausgeklügeltes EA oder sowas ist, sondern einfach Punkt und gut. Und das sind, da kriegt ihr die langfristigen Trends mit. Ja? Genau. Soweit sind wir durch. Was sagt ihr? Darf ich euch noch ein, zwei Worte sagen, wie ihr zu den Workshop-Infos kommt? Sagt mal kurz im Chat, ob euch das interessiert. Also es kommt rein, klar, nur zu, solche Fragen, klasse, ohnehin, ja bitte, also hau raus, lieber Christoph, ansonsten Webinar-Teil, Günther, da werden wir dir gern oder auch allen registrierten Teilnehmern praktisch den Link zum YouTube-Channel zuschicken, weil der liebe Christoph hat ja gesagt, wir können es ohne weiteres veröffentlichen und in Sachen Serie und Vertiefung und dergleichen hatten wir ja ohnehin auch schon mal so eine Art Workshop, Christoph. Und ich denke, das Interesse ist gerade bei diesem Kreis, der sich heute angemeldet hat, ohnehin sehr groß, sodass wir da ja auf jeden Fall was Tolles bauen sollten, denke ich. Ne? Super. Ja, das machen wir. Also die hier kriegt ihr die Infos. Also vielleicht kannst du, ich glaube, ich kann nicht auf den Chat zugreifen, aber wenn du lieber mache ich. Wenn du lieber Chris diesen Link mal teilen, oder nee, ich kann. Ja, ich kann jetzt hier, ne? Siehst du den Chat, dann kannst du mir, glaube ich, einsetzen. Wenn, ich bin mal gespannt, mach mal. Aber ansonsten, ich teile es gern, weil ich habe... Achso, ich kann es nur dir. Ja, genau. Ich kann es nur dir schreiben, genau. Also bitte mal diesen Chat an alle schicken, diesen Link an alle schicken. Dann könnt ihr draufklicken. Was ist auf dieser Seite? Wenn ihr noch keins habt, dann öffnet euch auf jeden Fall ein JFD-Demokonto. Was ich daran besonders mag bei JFD ist, dass es ein unbefristetes Konto ist. Also solange ihr mindestens einen Deal auf dem Demokonto pro Monat macht, bleibt es offen. Und das weiß ich wirklich zu schätzen als regelmäßiger Entwickler, weil dann muss man nicht jedes Mal ein neues eröffnen, wenn ein Monat vorbei ist oder sowas. Sehr praktisch. Also das macht das noch, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann den Donchian Channel Indikator könnt ihr euch hier runterladen. Da habe ich euch den ich verwende. Hier zur Visualisierung dieser Hochs und Tiefs könnt ihr euch hier runterladen auf mql5.com und dann in den Indicators hier, das ist dieses File hier, und dann in den Indicators-Ordner einpflegen. Genau, und dann könnt ihr euch jetzt den Quellcode, den wir jetzt heute erstellt haben, könnt ihr euch runterladen, ganz kostenlos, nicht sofort, sondern aber sagen wir mal im Laufe des Abends würde ich den noch rausschicken. Und dann, um den zu bekommen, tragt euch hier bitte in diese E-Mail-Adresse, in dieses Formular ein auf dieser Webseite. Also hier zum Beispiel meine E-Mail-Adresse, aber nehmt dann natürlich eure, damit ihr es an eure zugeschickt bekommt. ce@mindfulfx.de ist meine. Ihr könnt mir dahin übrigens auch E-Mails schicken, wenn ihr Fragen habt. Gerne. Also tragt hier eure E-Mail ein. Dann, wenn ihr dann die Folge-Workshop-Infos haben wollt, dann macht hier ein Häkchen rein. Ja. Und dann jetzt kostenlos bestellen klicken. Und dann kriegt ihr eine Bestätigungsmail und da müsst ihr einmal auf den blauen Button klicken und dann seid ihr auf der Liste und dann kann ich euch heute Abend noch den EA zuschicken, den Code, den wir jetzt bisher erstellt haben, falls ihr vielleicht, falls ihr eben nicht, genau, also kriegt ihr zwei Sachen eben. Dann kriegt ihr heute Abend noch den Code, den Quellcode, so wie ich ihn jetzt habe und den, und ihr kriegt dann eben im Laufe der Woche noch, wahrscheinlich morgen schicke ich das raus, mal Infos über den Folgeworkshop. Ne? Genau. Sehr gut, Christoph. Findet ihr noch Informationen zum Turtle Trading und mein Dankeschön an eure Webinar-Teilnahme. Ja? Super, ja, super, Christoph. Also im Prinzip wäre ich durch und wäre für Fragen offen. Genau, also wie gesagt, Thomas schreibt gerade, oder auch wie gesagt, vielerlei positives Feedback trotz des Überzugs gibt es nicht oft, lieber Christoph, aber das ist ja genau unser Tenor, dass wir hier, sage ich mal, die Leute an der richtigen Stelle abholen und auch die dabei sind, die auch Interesse für, ich sag mal, hier und da ein trockenes Thema im ersten Anschein haben. Wir arbeiten ja aber auch selber mit dem
ja, mit algorithmischen Unterstützungssystemen. Das ist wirklich ein Riesen-Benefit beim Trading, insbesondere mit dem MetaTrader 4 oder 5, egal. Insofern Fragen bislang nicht. Super, danke, vielen Dank, wir danken dir. Also ja, tolle Erklärung. Wie gesagt, Christoph, immer wieder gern. Wir hatten eine viel zu lange Pause, mit Verlaub an der Stelle. Ich Ja. glaube, wir müssen hier definitiv nachsatteln. Nächste Woche, die nächsten 2 Wochen bin ich offline. Vielleicht schaffen wir es nochmal heute Abend oder morgen, bei dir ist jetzt erst Nachmittag, nochmal in den Kontext zu treten, uns mal auszutauschen. Ansonsten, liebe Leute, seid ihr hier gut aufgehoben beim lieben Christoph. Da die Kontaktaufnahme, E-Mail-Adresse habt ihr auch gesehen. Und insofern würde ich sagen, ja, dank euch für eure Teilnahme. Ihr macht es uns ja sozusagen dann auch ja, spannend, dass wir eben auch so ein Feedback kriegen, beziehungsweise auch so eine Resonanz darauf. Und dir vielen Dank, Christoph, für diese Erklärung. Und ich Gerne. schicke beste Grüße über See. Und wie gesagt, wir stimmen uns zeitnah ab, dass wir wieder was konstruieren, was Schönes jetzt auch im Rahmen des JFD Brokers Relaunches. Da habe ich ja, wie gesagt, ein paar wilde Ideen. Dazu aber dann später mehr, gerne auch in die Kommunikation mit dir. Und jetzt dann allen einen schönen Abend an der Stelle und noch, ja, sonnige Grüße, ne? Alles Gute. Ciao, Tschüss. ciao. JFT, just fair and direct.